Jesaja 41, Vers 10. Isaiah 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. Nun einige Punkte aus diesem Text. Now just a few points out of this text. Erster Punkt, fürchte dich nicht. The first point, do not fear. Die Furcht ist etwas Furchtbares. Fear is something terrible. Und das ist nicht nur eine Gefahr für Frauen. Über und über in der Bibel finden wir Männer, die sich gefürchtet haben. And it's not just a problem that women have, but even in the Bible there are many examples of men who feared. Sogar die Jünger Jesu haben es oft mit großer Angst bekommen. Even the Lord's disciples very often feared greatly. Wenn man an die Jünger denkt, auf dem Meer, trotzdem es Fischermänner waren. If you think of the disciples on the sea, they were all experienced fishermen. Welch große Angst und Furcht über sie gekommen ist und dann sie zum Herrn schrien und sagten, hey, du sorgst dich nicht darüber, dass wir umkommen. Yet they feared greatly. They were terribly afraid and they went to the Lord and said, Lord, don't you care for us that we die? Furcht kann über irgendeinen Mensch kommen. Fear is something which can overcome anybody. Aber in Timotheus lesen wir haben nicht den Geist der Angst oder der Furcht empfangen, sondern der Kraft. But in Timothy we read that we did not receive the spirit of fear, but the spirit of power. Furcht ist etwas Furchtbares. Fear is something terrible. Sie sagen, Furcht vor Krebs ist schlimmer als der Krebs. They even say that the fear of cancer is worse than the cancer itself. Ich habe noch nicht selber gelesen, aber es wird gesagt, dass in der Bibel 366 Mal es heißt, fürchte dich nicht. I haven't checked myself, but they say that in the Bible 366 times it says, do not fear. Das Jahr hat 365 Tage. Now a year has 365 days. Also für jeden Tag. Fürchte dich nicht, ist Gottes Gebot an uns. So, God's law to us and commandment to us is that at least once a day he says, do not fear. Aber Gott hat nicht nur an die 365 Tage gedacht, sondern auch den Tag im Schaltjahr dieses Jahr. And the Lord, da sind da 366 Tage. But the Lord didn't just think of the normal year with 365 days, even thought of the leap year, like this year when there's an extra day. Also, ein Christ sollte sich nicht fürchten. So a Christian need never fear. Nicht, weil männlich ist, aber weil Gott so sagt. Not because he may be a man, but you need not fear because God says so. Wir sollen uns nicht sorgen, keine Angst haben und nicht fürchten. We must not worry, we must not be afraid, we must not fear. Warum nicht, wenn wir gleich sehen? Now why do we not need to fear? We'll see just now. Da war ein junges Mädchen, die hatte kleine Kinder. There was a lady who had small children. Und dann starb sie an Krebs. And then she passed away. She died of cancer. Und dann hat sie ernstlich gebetet.
und gesagt, was mache ich nun? Was wird von den Kindern meine Schwester? Und sie sagt, Gott redete zu ihr und sagt, nimm du dich diese Kinder an. And this lady was the sister hat gebetet über die Kinder. Sie war besorgt über die Kinder ihrer Schwester. And this lady was concerned about the children of her sister, who now had no mother. And she said, Lord, what must I do? What can I do for these children? Und da fühlte sie, als ob Gott ihr sagt, das ist mein Wille für dich, dass du die Mutter wirst dieser Kinder. And she prayed and she felt that the Lord said to her clearly that you should become the mother for these children. Und sie wurde auch die Mutter dieser Kinder. And that she did. Nach ein paar Jahren erkrankte sie und ging zum Arzt. Da sagt der Arzt, sie hat auch Krebs, wie ihre Schwester. After a few years, she got fell ill and she went to a doctor. And the doctor said that told her that she also had cancer, just like her sister had. Es war erst ein Schock, aber dann ging sie auf die Knie und betete und sagte, Herr, was soll dies bedeuten? Herr, ich glaube, dass es dein Wille war, dass ich die Mutter meiner Schwester wurde. Und nun soll ich auch sterben? Ich bitte dich, greife ein und wirk über Bitten und Verstehen. Und der Krebs verschwand und sie konnte die Kinder nach den Kindern schauen und ihnen eine Mutter sein. And she went on to her knees. She said, Lord, I don't know what this means. I felt so strongly and was so convicted that you were telling me to get married to become the mother of these children, and now I'm also going to die. What will become of these children? What will happen? Also, der erste Punkt in diesem Vers, fürchte dich nicht. And the Lord undertook, and the cancer disappeared. And so, Furcht ist wie ein Feind. The first point here, do not fear. Fear is an enemy. Schlimmer als eine Krankheit. Worse than a disease. Und es ist furchtbar, wenn wir von der regiert werden und beherrscht werden. And it's terrible if we are controlled by fear. Und dass wir frohen Mut sind und dem Herrn vertrauen. But we should be able to serve the Lord with joy and trust him. Ärzte sagen uns, 80% der Sorge und Furcht und Angst ist unnötig, weil das, was der Mensch fürchtet, wo er sich vor fürchtet, wird nie geschehen. Doctors say that 80% of the people who worry and who are afraid or have their fears, 80% of it is totally unnecessary, for the things that they fear will never even happen to them. Also fürchte dich nicht. Da sind viele Gefahren. Do not fear. Wir haben gehört von O'Shane, dass er gestern tot sein konnte. Im Unglück waren und so viele Sachen, wo man sich vor fürchten kann. Gott weiß alles. Do not fear. There are many things which we could fear. We heard of O'Shane, who could have been dead yesterday. So we can always fear many things, but God knows of everything. Nun, warum sollen wir uns nicht fürchten? Now, why shouldn't we fear? Gehen wir zum zweiten Punkt. Ich bin mit dir. The second point. For I am with you. Ich bin. I am. Das ist Gottes große Name in der Bibel. That is the great name of God himself. In 1. Mose steht das schon oft, 2. Buch Mose, durch die ganze Bibel. Wenn sie ihn fragten, wer bist du, der uns gesandt hast, so wie Mose, da sagte, ich bin. Ich bin. Ich bin. Das ist Gottes Name. Right from Genesis, right through the Bible, whenever God was asked, but who are you? Then he would say, I am who I am. I am. That's God's name.
Im Neuen Testament kamen sie zu dem Herrn Jesus. Und da sagte der Herr Jesus zu den Juden und den anderen, Jesus sprach zu ihnen, Vers 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham wart, bin ich. When they came to Jesus in the New Testament in John 8:58, Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am. In der Ursprache heißt es, vor dem Abraham, ehe denn Abraham wart, ich bin. In the original text it says, before Abraham was, I am. Aber in Deutsch hat Luther übersetzt, bin ich. Aber es ist der Name Gottes. Ich bin. I am. Da hoben sie Steine auf, dass sie auf ihn wirfen. Sie wollten ihn töten. Was? Er sagt, er ist, ich bin. Das ist nur Gott. Then they picked up stones. They wanted to stone him. They were upset. Because he was claiming to be God by saying, I am. Ich bin mit dir. Der Gott, der sagt, ich bin. Now, I am with you. It's God himself who says, I am with you. Der Name bedeutet, dass er der Ewige ist, der Unveränderliche, der immer ist, zu jeder Zeit. Tag oder Nacht, in guten, schlechten, bösen Zeiten. Ich bin. Er ist da, der Allmächtige, Allwissende, der Allerhöchste. And that means, that name means, he is God, he is eternal, everlasting, almighty. He is always there, day and night. When things go well and when they don't go well, he is always there. He is, I am. Der allmächtige Gott, der Schöpfer aller Dinge, alles, der Höchste. The Most High, the Creator of all. Ey, ich bin mit dir, dass solch ein Gott mit uns ist. Warum sollten wir uns denn fürchten? He says, I am. The Most High, he himself says, I am with you. Why should we fear then? Ich bin. I am. In welche Lebenslage du auch kommen machst, oder Ronald, der große Ich Bin sagt, er ist mit euch. So whatever situation you find yourself in, or Ronald, God himself, I am, says, I am with you. Krankheit, Leid, Armut, Reichtum, was es auch sein mag, er ist mit uns. In health and sickness, whether one has or doesn't have, whatever situation one is in, he is with us. I am with you. Im Zweiten Weltkrieg, als der Krieg zu Ende ging, waren die Engländer, Amerikaner, Franzosen, die kamen alle. Und die Russen vom Osten. Und die fielen in den Osten hinein. Und darum haben sie den Osten auch bekommen. War da ein älteres Paar in Ostdeutschland. Towards the end of the Second World War, when the British, the Americans, the French, and then also the Russians from the East invaded Germany, and that's how the Russians also Und da war eine schwere Zeit in Deutschland. Die hatten keinen Bohnen, Kaffee, die hatten so viele Sachen nicht. Sogar hier von Südafrika haben die Deutschen Sachen gesammelt und dorthin geschickt. And then the people there suffered a lot. They didn't have many things, coffee and especially all the more luxurious goods. Even the Germans in South Africa collected things and sent them over. Und heute wissen die Jugendlichen das eigentlich nicht mehr.
But the young people today don't really know that anymore. Und manche Franzosen sagen, es tut ihnen so leid, dass sie den Krieg nicht verloren haben, weil es nachdem den Deutschen besser ging als sie. Trotzdem es jetzt in dieser Zeit gerade nicht so gut aussieht. And some French people even say, well, actually, sorry, they didn't lose the war because after the war it went better with the Germans than with the French, even though in Germany they're also going through a tough time at the moment. Und an einem Tag saß dieses Paar am Tisch und sie hatten nichts zu essen. And then there was this couple there who once were sitting at table, but there was nothing to eat. Und da sagte die Frau, Papa, nimm mal die Bibel und lies. And the wife said to her husband, just take the Bible and read something. Dann haben wir wenigstens eine geistliche Kost, wenn wir auch nichts Fleischliches haben. Then at least we'll have something to eat for our souls, even though there's nothing for our bodies. Und dann hat der Mann die Bibel genommen und gelesen, und da las er Elias Geschichte, als die Raben kamen und ihn fütterten am Bach. And then the husband, he read the story about Elijah when those ravens came and fed him there at that brook. Und dann sagte sie, Papa, denkst du, dass Gott noch heute einen Raben schicken könnte, um uns Brot zu bringen? And then the woman said to her husband, do you think it would still be possible for the Lord to do it today? Nun weiß ich nicht mehr, leider habe ich vergessen, was der Mann, was er darauf geantwortet hat. Unfortunately, I've forgotten what he replied to her. Aber der sagt, ich bin, ist heute noch der gleiche, als der, den in Elia die Raben sandte mit dem Brot. But he said that the Lord, I am, is still the same today as he was in the time of Elijah. Nun, als die Russen hineinkamen in Deutschland, war da ein junger Soldat, junger Deutsche, und der ist geflohen, musste laufen, sein Leben zu retten, weil die wollten ihn töten. Now, when the Russians invaded Germany, there was a young German soldier who fled for his life, and he ran for his life to get away from them. Und da sah er ein Haus und ist in das Haus hineingestoßen. Tür war offen und er ist hinein und er sagt, bitte, die Russen sind hier und wollen mich töten. Darf ich mich hier verstecken im Haus? And he ran and then he saw a house nearby and he ran straight to that house. The door wasn't locked. He ran straight inside. He said, please can I hide here? The Russians are after me. Und dann haben die ihn versteckt. And they hid him. Sie sind gekommen, das Haus durchsucht und dann weiter. Haben ihn nicht gefunden. The soldiers arrived, they looked through the whole house, they couldn't find him, and then went on. Und so ist sein Leben errettet worden. And that's what saved his life. Den nächsten Tag ist er weg. Next day he left. Und nach einigen Monaten, am gleichen Tag, als sie dieses Wort lasen vom Raben, und die Frau den Mann fragte, kann Gott das auch heute noch tun? Klopft es an die Tür. Now that was a few months before this happened where they were reading out the Bible and read this about Elijah. And so on that day, as they had read this word out of the Bible about Elijah and they'd spoken to each other, suddenly there was a knock on the door. Der Mann ging, öffnet und da stand ein junger Mann. The man went to the door and there stood a young man. Und als er die Tür öffnet, kannte er diesen Mann nicht. When he opened the door, he didn't recognize this man. Und er sagt, kennen Sie mich nicht mehr? He said, ich war der junge Mann, der vor den Russen geflohen ist. And the young man said, don't you recognize me anymore? I'm that soldier that fled from the Russians. Ich bin hier weg und bald darauf habe ich Arbeit bekommen in eine Mehlfabrik. Und ich bin nun heute gekommen mit diesem Sack Mehl, um Danke zu sagen, dass Sie mein Leben gerettet haben. He said, that day when you saved my life, I went from here and soon after that I got a job in a mealy-meal factory. I could work there and I've come today with this bag of meal just to say thank you for what you did to me. Da sagt der junge Mann, wie heißt du?
And the man said, "Well, tell me, young man, what is your name?" Er sagte, Rabbi. And he said, "My surname is Rabbi." It's Raven. Da hat Gott einen Raben geschickt, ein Rabbi. So the Lord truly sent a raven. Da hatten sie Brot. And so they had to eat. Also, ich bin. Er war schon zu Abrahams Zeit. Und Abraham sagt, er hat mich meinen Tag gesehen und hat sich darüber gefreut. Abraham hat sich darüber gefreut. And he says, I am. I am who was already in the times of Abraham. Abraham said he saw my day and rejoiced. Der ewige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, die Sterne, die Welt, Adam und Eva. In allen Zeiten war er dort. Und war er Gott. Und er sagt, ich bin mit dir. The eternal God who created heaven and earth, Adam and Eve and everything from the days of old. He has always been there. I am. Das Leben eines Christen sollte das reichste Leben sein in dieser Welt. Nicht so schön, nicht so herrlich, nicht so wunderbar. Der Ich Bin ist bei uns. To be a Christian is the most wonderful thing. That life can be compared with nothing else. Just imagine what that involves. That the eternal God, the Most High, I Am, is with us. Ich will keine lange Predigt halten. I don't want to hold a long sermon. I want to try and be brief. Aber wegen Arno nimmt's doppelt so lange. But Arno is making everything twice as long. Lassen wir den Punkt. Erster Punkt, fürchte dich nicht. Zweiter Punkt, ich bin mit dir. So the first, dritter Punkt, weiche nicht. First point, do not fear, for I am with you. And the third point, do not be anxious. Do not be or look anxious. About you. Do not anxiously look about you. Oh ja. In German it's weiche nicht. Wir sollen nie weichen. Nie vom rechten Weg weichen. In German it's do not move. Don't go off the right road. Ich habe mich überlegt, als ich dies von David Wolf las, wie sie gelebt haben. Und was sie gelehrt haben vor 100 Jahren. Heute sieht man sehr wenig davon. Sehr wenig. Bei einigen Orten ist es ganz ausgewischt. I thought of David Wolf, what he wrote about what they practiced just 100 years ago. And if one thinks about it, there are very few places where one even still hears that such things are done. Und dann habe ich mich gefragt, Herr, wenn du nicht bald kommst, wie werden unsere Kinder nach 100 Jahren sein, wenn sie weichen von dem Weg und dem Standard, den wir sie gelehrt haben, dass wir gesagt haben, so. David Wolf sagt, es soll nicht ein knechtisches Gesetz sein. Er sagt, es ist aber eine gute Sitte. So sollen wir leben. Werden wir dabei bleiben? Oder werden wir weichen? Oder vielleicht sogar zurückgehen geistlich? Und die Bibel sagt, Gott hat kein Gefallen an Menschen, die geistlich zurückgehen. And I wondered how it will look in 100 years time. Will our children stick to what they have been taught, what they know and have been taught is the right thing? And even though it says here, it mustn't be a law that you are under a law with it, but it is a good thing to do it. And it's a good thing if one sticks to what is right and doesn't leave that road. Ich habe oft gesagt, vielleicht nach meinem Tod, aber ich habe erlebt, dass schon zu meiner Lebzeit geschehen kann, dass ein Mensch vom rechten Weg abweicht. Die Bibel sagt, nicht nach links, nicht nach rechts, nicht nach hinten, nur voran.
mit ihm. And I've thought in the past, maybe after I've passed away, then people may do different things. But I've seen that even during my lifetime, it does happen, that people choose another way. They go off that way. But the Bible teaches us not to go to the right nor to the left, but to stay on the road. Von Gottes Weg und Gottes Standard und Gottes Wort dürfen wir nicht abweichen. Keinen Fall. We dare not depart from God's way and from His standard. Und er gibt uns auch den Grund, warum wir das nicht tun sollen. Er sagt, denn ich bin ist dein Gott. And then he goes on to say, do not depart from the way. You need not anxiously look around you either. He says, the reason being that I am your God. Also der Gott des Paulus, des Petrus, der Gott der Bibel, der ist unser Gott. The God of der Paul. Unveränderliche, er verändert sich nicht. The God of Paul and of Peter, the God of the Bible, the eternal God who never changes, he is our God. Wir leben in einer Welt, wo alles sich verändert. We live in a time. Mode verändert sich, weiß als wir jung waren, kurze Kleider. Großmütter lange Kleider. Heute haben junge Menschen Großmütter Kleider. Aber zu unserer Zeit, das wäre eine Strafe gewesen, für ein junges Mädchen Großmutterkleid anzuziehen, den Boden zu fegen. Nein, das wäre eine Strafe. Aber heute ist das Mode. Das verändert sich. Aber Gott verändert sich nie. Times change, people change, fashions change, but God does not change. Weiche nicht, denn ich bin ist mit dir. Do not depart, for I am your God. Ich bin dein Gott. Und wenn er unser Gott ist, da können wir nicht anrütteln oder rühren. Das ist Gesetz für uns. I am your God and I am with you. And nothing and no one can change that. Dann die wunderbare Verheißung zuletzt. Ich stärke dich, ich helfe dir auch und ich erhalte dich. And then the wonderful promise, lastly, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you. Er hält uns. He upholds us. Frauen machen Obst ein und Fass. Und dann wird es oft faul. Es hält sich nicht. Aber er sagt, er, der ich bin, wird dich erhalten. Wirst nie schlecht werden. Wirst nie geistlich alt werden. Die Flasche wird nicht weggeworfen werden. Das bleibt gut. Und so sollen wir gut bleiben bis ans Ende. He says, I will uphold you, I'll preserve you. Sometimes you preserve food and it still goes off. But the Lord says, I will preserve you. I will keep you that you don't go off, that things don't go wrong. I will preserve you and uphold you. Die Zulu sagen, oh Braut, du bist so schön, wenn du kommst. So gut gekleidet. Aber wenn du deinen Mann kennenlernst, dann gibst du ihn ein mit deinem Fuß in seinen Hinten. Now the Zulus say that a bride is always so wonderful when she arrives and she's so good and everything she does is so wonderful. It says when she gets used, they say when she gets used to her husband, then she kicks him. Ja, so sagen sie in Englisch, kicken. Dürfen wir nicht. Aber Ronald, du auch nicht, weil ein Mann sagte, Frau, du bist meine Frau, ich bin dein Haupt. Aber ich kann nicht tun und lassen, wie ich will mit dir. Weißt du warum? Weil ich auch ein Haupt habe. And then you, Ronald, as well. Remember, like the one man said to his wife, said, look, my wife, according to the Bible, I'm your head. But remember, that's not the ultimate authority, because I myself have my head, who's Christ. Und wenn der Mann sagt, du musst untertänig sein, ich bin dein Mann. Denn denk daran auch, lieber Mann, dass du ein Haupt hast und das ist Jesus, so husband, dem du untertan sollst.
der sagt, ich bin. So the husband can say, look, I'm the man in the house, I'm the head of the home, so you'll have to accept what I say. But the husband must remember also that he has his head as well and he must bow under Christ's authority. Und das kann man sagen, ist dasselbe wie, ich bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Und dazwischen, ist immer. So one can summarize it maybe by saying, he is the Alpha, the Omega, the A and the Z. And everything in between, he is everything in between as well. He's in the beginning and the end and always in between. Missionar Wolf sagt, heimliche Verlobungen sind nicht gut. Bringen Sünde hinein. Sogar für die Gemeinden ist das nicht gut. Missionary Wolf says, these secret engagements, they no good thing and they're not good for the congregation either. They just bring the wrong thing in. Aber wenn wir den dienen, der sagt, ich bin, dann gibt es keine Heimlichkeiten, weil wir im Lichte wandeln. Die ganze Zeit, Tag und Nacht, Sonntag, Montag, Diensten, jeden Tag, ob ich zu Hause bin oder in Durban bin, oder unterwegs, mit der Frau oder ohne Frau, im Hotel oder wo, ich bin, ist ein Gott. Darum sollen wir nicht weichen. Heilig leben, rein leben, keusch leben, nichts Böses dulden in unserem Leben. But when we serve the great I Am, he is everywhere. So wherever we are, at home, even if we're away from home, in the hotel, wherever we are, he is there. And when he is in our lives, we walk in the light. There's nothing hidden in our lives. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Do not fear, for I am with you. Weiche nicht, do not depart, denn ich bin dein Gott. For I am your God. Ich erhalte dich durch die rechte Hand, meine Gerechtigkeit. Und diese rechte Hand Gottes, die rechte seine Macht, Gewalt, seine Gerechtigkeit, da kann alle Welt nichts gegen tun. Nur das, was Gott ersehen hat. Surely I will uphold you, I will preserve you with my righteous right hand. And when the righteous right hand of God is with us, then no power, nothing in this world can stand against us. Das bedeutet nicht, dass wir nie etwas Schweres oder Trauriges erleben werden. Gott erlaubt das und gebraucht das, dass wir nahe bei ihm bleiben. Of course, that doesn't mean that we'll never experience difficulty or go through hardship. God even uses that to draw us closer to him, that we stay close to him. Darum kann uns auch ein Dorn im Fleisch geben, ein Pfahl im Fleisch, dass wie unser Verhältnis zu ihm recht bleibt, dass wir nie abtrünnig werden und nie von ihm weichen, immer nah bei ihm bleiben. So God can even give us then a thorn in our flesh, so that we stay close to him, that we don't depart from him. Nun, Herr Jesus, lass deine Gnade mit ihnen sein, zu allen Zeiten, jeden Tag, jede Stunde, bis zum Lebensabend und bis zum letzten Atemzug. Now, Lord Jesus, may your grace be with your children from now on till the end of their lives. Und himmlischer Vater, schütte deine Liebe in ihre Herzen aus, dass sie überfließt. Auch die Liebe, die Sündenmenge deckt. And Lord, we pray, Heavenly Father, that you will pour your love into their hearts, that it may overflow, that even give them that. Und mögen sie nicht kennen, Gott Heiliger Geist, als der sie in alle Wahrheit führt. And God, Holy Spirit, may you lead them into all the truth. Und wenn sie nicht ein noch auswissen, dass du ihnen weißt den Weg, den sie gehen sollen. And when they don't know which way to turn, that you will teach them the way they should go. Amen. Amen.